Und willkommen zurück bei Let's Play The Last Door, Chapter 3, The Four Witnesses. Ich bin jetzt nochmal in mich gekehrt. Ich war kurz shoppen. Was Frauen halt so tun, um mal wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Nein, es waren nur Alltagseinkäufe. Ich bin nicht so der Klamotten-Schuhe-Shopper. Und da ist mir eine Idee gekommen. Also ich habe mich jetzt dreimal nach dem Wind orientiert. Ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen. Nein, habe ich nicht. Dem Wind folgen, suchten sie ihren König, doch die Krähen verloren die Spur, das Tosen des Ozeans und die Tiefe der Stille wurden ihr Untergang. Vielleicht muss ich ja auch nicht nur dem Wind folgen, sondern irgendwie den anderen Sachen auch. Und von der Reihenfolge her, so wie das hier vielleicht draufsteht. Wind, Krähen, Ozean, Stille. Wind, Krähen, Ozean, Stille. Okay, das versuchen wir mal jetzt. Wind, Krähen, Ozean, Stille. Wind, Krähen, Ozean, Stille. Dann gucken wir doch mal. Sind die Krähen? Ist verkehrt. Wer ist im Wind? Das ist Wind, oder? Ich glaube wohl. Ich versuch's mal. Nee, war nicht der Wind. Ja, ich weiß. Wind, Krähen, Ozean, Stille. So. Weg da. Boah, es ist so warm hier. Ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil der Lärm draußen zu laut wäre. Das sind die Krähen. Das ist doch der Wind, oder nicht? Ah ja. So, und jetzt die Krähen. Wenn sie denn hier sind, in der Ecke. Hier ist nur Wind. Da ist Ozean. Okay, hier sind keine Krähen. Kommando zurück. Wind, Krähen. Krähen, Ozean, Stille. Stopf, stopf. Da, Krähen. Die Krähen. Jetzt Ozean. Da. Ozean. Jetzt Stille, aber wie macht sich denn Stille bemerkbar? Ja, das sind Krähen. Das ist schon wieder der Ozean. Hier ist Stille. Ja, ne? Könnte man als Stille bezeichnen. Okay, und jetzt? Okay, jetzt müssten wir eigentlich da sein. Aber wo ist da? Da ist er! Huch! Wahrscheinlich auch einer der vier Zeugen, an den er sich jetzt nur nicht erinnern kann. Meine Vermutung. Ihr Ticket, bitte. Ja gut, komm her. Danke sehr. Bitte treten Sie ein. Huch. Okay. Ich kann hier nichts anderes anklicken. Also laufen wir einfach mal weiter brav nach rechts. Hier kann ich irgendwas machen. Dann geht's nur weiter.
Huch. Nein, wie cool das gemacht ist. Hat sich jetzt schon, dass das cool gemacht ist. Hallo, Jeremiah. Ich wusste, dass du uns letztendlich finden würdest. Willkommen zu unserer bescheidenen Vorstellung. Du warst dabei. Du gehörtest zur Gruppe. Du erinnerst dich nicht an meinen Namen, oder? Ich bin Alexander. Was soll all das hier? Was wollt ihr von mir? Von dir? Nichts, lieber Jeremiah. Du bist doch derjenige, der hergekommen ist, um nach Antworten zu suchen. Es hat dich aus den gleichen Gründen hierher gezogen wie damals, als du unserer Verbindung beigetreten bist. Wir hatten alle aus unserem eigenen Grund zu kommen. Ja, ist auch wieder toll. Erinnerst du dich an deinen? Nee, Wissenschaft, Philosophie, Religion. Philosophie. Die Philosophie. Allerdings. Es war unser Wissensdurst, der uns zusammenbrachte. Niemand wartet dort draußen auf uns, lieber Jeremiah. Niemand wird um uns weinen, wenn unsere Stunde gekommen ist. Wir waren ganz allein. Bis jetzt. Wie bin ich nach bloß... Ist das kleinlich von mir, dass ich mich aufrege darüber? Ich weiß nicht. Wie bin ich bloß nach London gelangt, nachdem ich am Internat begraben wurde? Der Vogel beschützt uns. Es ist sein Wille, dass wir uns wieder treffen. Aber wir sind nicht die Einzigen, die unter seinen Fittichen Schutz suchen. Sein Einfluss und seine Macht breiten sich immer weiter aus. Bald hat er sein Ziel erreicht. Spürst du nicht, wie er dich ruft? Ich will nur aus diesem Albtraum erwachen. Dies ist kein Albtraum. Es ist eine Aufführung, ein Theaterstück. Die Wahrheit, die wir suchen, liegt hinter dem Vorhang. Nun gibt es kein Zurück mehr. Die Bühne ist erleuchtet, die Kulisse steht und wird bald von den Schauspielern erobert. Sei willkommen. Was ist das denn? Oh Gott. Boah, ich würde so rennen. Das gehört dir. Eine Maske. Bäm. Das war's jetzt? Oder war das der Vorspann? Verehrter Dr. Wakefield, wenn Sie dies lesen, sind Sie meinen Anweisungen gefolgt und an der vereinbarten Adresse angekommen. Gut. Ich entschuldige mich, dass ich Ihnen nicht unverzüglich beiwohnen kann. Meine eigenen Untersuchungen verlangen einen gewissen, unerwarteten Grad an Aufmerksamkeit. Ich habe festgestellt, dass Ihr Patient, DeWitt, in ernsthafte Schwierigkeiten geraten ist. Ich werde Sie schnellstmöglichst mit weiteren Informationen kontaktieren. In der Zwischenzeit ist Verschwiegenheit von äußerster Wichtigkeit. Das Abenteuer geht weiter, Kapitel 4. Ja, das war's. Schade. Ich hätte es mir noch ein bisschen... Ach so, guck mal, da hat jeder seinen Teil mit beigeleistet. Wer was gemacht hat. Finde ich ja witzig. Nein, Description, oder sind es nur die Beschreibungen? Die Beschreibungen, ich bin ja doof. Gucken, ob da gleich steht, wer die deutsche Übersetzung verbrochen hat. was wollte ich sagen? Ja, das war's schon wieder. Ich fand's gar nicht schlecht. Bis auf die eine Szene da, wo der durchs Schlüsselloch geschaut hat, fand ich es jetzt allerdings gruselig, etwas unspektakulär. Ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Was mit Mr. DeWitt passiert ist. Hörte sich ja so an, als wenn wir jetzt in der nächsten Folge in der Rolle eines anderen spielen. Ich bin gespannt. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo. Wenn auch ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei The Last Door, Chapter 4. Keine Ahnung, wie es heißt.
Wird bestimmt gleich angezeigt. Ah nee, die wiederholen sich. Ja gut, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Ihr könnt auch in meine anderen Projekte reingucken, wäre ganz töfte. Und ansonsten gehe ich jetzt, ziehe mir eine Pizza rein und genieße den Rest des Samstags. Bis dann. Ciao.